wie im Spiel gegen Baskonia angekündigt. Bei 100 Likes verlose ich was. Servus Freunde und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin jetzt schon im Audidom, ich hab's ein bisschen eilig, weil ich bin ein bisschen spät dran. Heute sind wir gegen Göttingen am Start. Ich blende euch hier mal die Tabelle ein. Göttingen hat jetzt in den letzten 7 Partien 6 Siege geholt. Haben sich damit auf den 4. Platz hochkatapultiert. Haben sich damit als absolutes Überraschungsteam jetzt etabliert zur Hinrunde. Beim Punkte-Average sieht beim Team aus Göttingen auch sehr gut aus. Im Schnitt legen sie 5 Punkte mehr als Bayern auf. Auch bei der Dreierquote sieht es bei den Niedersachsen besser aus. 40,1% führt sogar das Team von Göttingen die Liga an in Dreiern. Also die wissen auf jeden Fall, wie man shootet. Bayern ist auf Platz 9 auf dieser Liste. Mit 48,1% haben sie auch eine deutlich bessere Feldwurfquote als Bayern. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel rumlabern. Wir sehen uns jetzt beim Spiel. Dieser Gonga mit neuer Figur, oder was? Auf geht's! Auf geht's! Grüße an Alex Bray an der Stelle. Komm, mach die 4 Punkte voll. Oh yeah. Oh yeah. Ich sagen, Bayerns neue Verpflichtung gefällt mir bisher extrem gut. Oh! Der war nicht schlecht. Oh, so unlucky. Zweite and one für Göttingen. Ist gut. Oh! Immer schön. Oh! Wieder, Mann! Im ersten Viertel ist jetzt schon der dritte and one für Göttingen. Bayern fault einfach zu viel. Das erste Viertel ist zu Ende. Ich muss sagen, von der krassen Dreierquote von Göttingen merke ich irgendwie bisher noch nichts. Bayern trifft ihre Würfe auch, so lala. Wir stehen jetzt 23-22 für Bayern. Das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Beide Fehler geht los. Cash den gerade bitte reingelegt, gefühlt, er hat so hinter seinem Kopf gemacht. Ganz crazy. Bang, bang. Cash! Yeah. Komm, zieh das Foul. Oh! Oh! Alter! Gestern schmerzhaft aus. Alter, Nils hat sich gerade so hingelegt. Das sah echt schmerzhaft aus. Gillespie dahinter war. Weil, Junge, so ein Layup darfst du nicht verlegen eigentlich. Letzte Minute läuft. Aua! Unsportliches Moment. Ja, auf jeden Fall unsportlich. So, let's go. Aua, aua, aua! So, Leute, es ist Halbzeit. Wir stehen jetzt 51-38 für Bayern. Es ist relativ eindeutig bisher. Ich muss sagen, ich habe irgendwie mehr erwartet von dem Spiel. Irgendwie mehr Shooting von Göttingen. Ganz wichtig, Leute, es gibt ein Gewinnspiel. Ihr habt es im Titel gesehen. Wie im Spiel gegen Baskonia angekündigt. Bei 100 Likes verlose ich was. Es geht um diesen Pulli hier. Das Gewinnspiel ist gesponsert vom Vintage Kickstore in München. Für die, die den nicht kennen, der ist im Tal 14 in München, neben dem Sausalitos. Ihr bekommt dort wirklich alles, was ihr wollt, wenn es um Vintage-Basketballartikel geht.
ob es irgendwelche Jerseys sind, irgendwelche Sweater, Hoodies, Collegejacken, egal was, ihr bekommt es dort. Schaut da mal gerne vorbei, wenn ihr aus München seid oder wenn ihr halt mal nach München kommt. Der Hoodie ist auf 50 Stück limitiert. Das heißt, wenn ihr welche haben wollt, müsst ihr entweder einen kaufen oder beim Gewinnspiel mitmachen. Dafür müsst ihr einmal euren Instagram-Account in die Kommentare schreiben, mir auf Instagram folgen, Kicks auf Instagram folgen und den YouTube-Kanal abonnieren. Wenn ihr diese vier Sachen gemacht habt, nehmt ihr automatisch teil. Das Gewinnspiel geht 2 Wochen lang. Das Gewinnspiel wird dann aufgelöst auf Instagram. Also schaut da dann gern vorbei. Ich arbeite auch immer in dem Store. Jeden Freitag und Samstag von 13 bis 19 Uhr haben wir offen. Also wenn ihr aus München seid, kommt gern mal vorbei. Dann können wir ein bisschen quatschen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Gewinnspiel und dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Let's go, Walden! Let's go! Zweite Halbzeit, geht los! Übrigens Ehre an Walton, als ich gerade hier vorbeigelaufen bin, hat er gegrüßt. So muss sein. Gut, Rubel, ganz klar. Stellt euch mal hier die Gesamtbilanz ein. Ich weiß gerade nicht, wie sie ist, aber ich bin mir sicher, dass sie eindeutig für Bayern ist. Komm, stopp ihn! Alter, der Dude, er brickt nur rein, Alter. Er brickt, brickt und brickt. Alex, er macht deinen Namen keine Ehre, Alter. Bruh. Bruh. Holt euch den Rebound, Mann. Das dritte Viertel ist zu Ende. Es hat sich nicht so viel geändert zur Halbzeit, aber heute wird ein Bayern W. So, das letzte Viertel geht los. Jule, komm. Mit dem Stare-Down. Midway, Dirk, no Dirk, no Whiskey. Aua. 2 Minuten noch. Das wird ein richtig krasses Game. Da bin ich übrigens auch am Start. Bayern gegen den aktuellen Tabellenführer. Das wird ein crazy Game. So, Freunde, das Spiel ist zu Ende. Ich blende euch hier nochmal den Score ein. Also heute ganz, ganz, ganz klarer Sieg für Bayern. Bayern hat es souverän vom ersten Viertel runtergespielt. Also da ist halt echt gar nichts angebrannt. Bayern heute auch mit über 100 Punkten. Einfach 6 Spieler. 6 Spieler von Bayern. Über 10 Punkte, was schon echt eine Ansage ist. Und es hat heute Nick Malabert nicht gespielt. Lucic ist immer noch nicht da. Otello Hunt hat nicht gespielt. Also war ein geiles Game. Es waren sogar auch ein paar Fans aus Göttingen da, was ich ganz cool fand. Einer von den Fans hat auch eine Trommel dabei. Das war ganz nett. Ich blende euch hier mal die folgenden Termine ein, bei denen ich auch im Audidome bin. Und ich habe jetzt auch beschlossen, weil da immer wieder auf Instagram die Nachfragen kommen, ob ich mal auch in andere Hallen gehe. Ich gehe auch in andere Hallen, bloß ist es immer eine finanzielle Frage. Deswegen lasst bitte ein Abo da, like das Video und unterstützt mich, wie ihr könnt, weil ohne eure Unterstützung geht's nicht. Ich habe jetzt beschlossen, einmal im Monat zu einem Auswärtsgame zu gehen. Nicht mal von Bayern unbedingt, sondern einfach ein geiles Game, was ich mir raussuche. Ich bin vielleicht beim Rückspiel von Roter Stern Belgrad gegen Partizan im Stadion in Serbien. Wenn ihr das sehen wollt und nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ganz wichtig, nicht vergessen, wenn ihr diesen Pulli gewinnen wollt vom Vintage Store Kicks in München, mich abonnieren auf YouTube, auf Instagram abonnieren, Kicks auf Instagram abonnieren und einen Kommentar schreiben mit eurem Instagram-Namen. Damit ich den Gewinner dann kontaktieren kann. Das Gewinnspiel geht 2 Wochen ab heute. Ja, Mann, ich wünsche euch viel Glück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace!